Und damit begrüße ich euch zum letzten Part von Let's Play Paper Mario 2. Ja, es dürfte offensichtlich sein, was kommt. Ja, ich beende an dieser Stelle das LP, ohne den Duellkacker geschafft zu haben. Es wird mir einfach zu krass, muss ich zugeben. Ich meine, ja, schön und gut, ich bin schon froh, dass ich bei der Story einigermaßen gut durchgekommen bin. Bloß wenn man sich jetzt schon den Kruzius-Wald anschaut, wo ich zig Lebenspitze vergeigt habe und das mit Bowser, da brauchen andere überhaupt gar keine. Und es war zwar auch nicht gut geplant und ich könnte jetzt auch auf Danger Mario umschalten, was ich zurzeit auch verzweifelt versuche. Bloß, wenn ihr meine Münzen anschaut, ja, mir fehlt das Geld. Und bei den Orden wollte ich auch welche kaufen, da hat es dann auch schon gefehlt. Insoweit, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Ich habe weder Bock zur Shop-Agentur, noch habe ich Bock jetzt irgendwie große Münzen zu farmen, nur um unbedingt auf Teufel komm raus den Duellkalker zu schaffen. Ich weiß, da werden jetzt wieder viele Kommis kommen von wegen, du bist voll scheiße und wie wär's, keine Ahnung, du probierst es ja nicht mal. Doch, ich hab's probiert und ich bin gescheitert. Tja. Ja, ich habe jetzt mehr Lebenspilze, ich habe mir auch welche gekauft und alles. Aber Leute, ich habe einfach keinen Bock mehr. Auch an die, die von wegen sagen, ja, ich, wenn du dich anstrengen würdest, dann würdest du es schon auch schaffen. Ich gestehe hiermit, ich bin einfach zu schlecht dazu. Und ich will es auch gar nicht schaffen. So, es gibt keinen Super Luigi-Band mehr, gut. Dann wollte ich jetzt allerdings noch abschließen, damit irgendwas in dem Part geschieht. Folgendes machen. Ich wollte mit euch die Super Luigi-Bände lesen. Gibt's ja 5 Stück. Und wenn das getan ist, ja, war's das. Mehr will ich gar nicht mehr machen. Auf mehr habe ich keinen Bock mehr. Hab Verständnis dafür. Und wenn nicht, tja, kann ich auch nichts dran ändern. So, Band 1. Hast du dich schon einmal gefragt, ob alles, was du tust, sinnlos ist? Führten deine Taten bisher zu keinem Ergebnis? In diesem Beruf rettet ein junger Mann eine Prinzessin. Erinnere dich daran, wenn du den Mut verlierst. Super Luigi Band 1, das Abenteuer beginnt. Eines Tages erreichte Luigi einen Brief, als er einen friedlichen Tag verbringen wollte. Luigi, hilf uns! Unsere Prinzessin ist von einem Monster entführt worden, dem Goomba-König. Du kannst sie retten. Der Hilferuf kam aus dem Biskuit-Königreich vom Minister selbst, Toastworth, so heißt er, so hieß er, und er hatte von Luigi gehört. Luigi legte sein Buch zur Seite, dann machte er sich sofort an die Reisevorbereitungen. Sein Bruder war gerade auf Reisen, als er hinterließ Luigi eine Nachricht, weil Mario, so hieß der Bruder, sie sonst sicher gesorgt hätte. Eierbomben machst du aus Bubu-Eiern und Feuerblumen, so schrieb Luigi, dann verließ er das Haus. Als Luigi im Biskuit-Königreich ankam, herrschte tiefe Trauer über das Verschwinden der süßen Prinzessin Eclair. Dann traf Luigi den Kanzler selbst und der gab ihm das erste von 7 Teilen des Wunderkompasses. Der Wunderkompass ist einer der Schätze unseres Landes. Finde alle 7 Teile und sie führen dich zur Prinzessin. Fortsetzung folgt. Super Luigi Band 2. Super Luigi Band 2, die Freunde. Heißt hier, Luigi hatte den Feuerberg erreicht, das Ziel, das ihm der Wunderkompass gezeigt hatte. Ganz in der Nähe ist der geheime Tempel. Luigi's Rührer ist Gloom, der Blooper. Ihn hat er auf dem Weg hier kennengelernt. Von Luigi's Auftrag begeistert war, hat er sich dem Helden angeschlossen. Mit vereinten Kräften haben es die beiden bis hierher geschafft. Hier findet sich ein Teil des Wunderkompasses und dieses Teil weist den Weg nach Ofendorf. Aber in Ofendorf wirkten alle so deprimiert. Und dann berichtete der Bürgermeister. Ein riesiges Monster bedrohte die Dörfler und verlangte ein Opfer. Luigi konnte nicht zulassen, dass ein Kind des Dorfes geopfert wird. Und Luigi fand hier noch einen Mitstreiter. Kravum, ein Bob-Omb, der so wie er Abenteuer erleben wollte. So machten sie sich auf zum Versteck des schrecklichen Monsters. Dieses aber hatte 2 Köpfe und einen schrecklichen als der andere. Luigi wich den Angriffen der beiden Köpfe aus, als das Monster auf ihn losging. Und beim nächsten Angriff des Biestes besiegte Luigi das Monster mit Cleverness. Er wich aus und das Monster fraß sich selbst auf. Und er gewann einen Kompassteil. Die Dörfler boten Luigi an, im Dorf zu bleiben. Aber auf ihn warteten schon die nächsten Abenteuer. Fortsetzung folgt. Und zwar hiermit Super Luigi Band 3, die Stimme der Prinzessin.
Das nächste Abenteuer erlebte Luigi auf der Isla Vanilla. Hier gewann er einen Kompassteil als ersten Preis im Rennen. Luigi fuhr das harte Rennen so gut, dass die Bewohner der Isla Vanilla ihm voller Respekt zujubelten. Schraub, der Käfer, der Luigis Maschine gebaut hatte, war so begeistert, dass er sich direkt dem Team anschloss. In Sängerstadt trat Luigi dann im Theater auf. Die süße Duse so El Susella gab ihm eine sehr schwierige Rolle. Luigi spielte eine tragende Rolle als der Erdgeist. Er meisterte die schwere Rolle mit Bravour. Susella hatte sein Talent direkt erkannt. Und so schloss auch sie sich den Abenteurern an. Luigi aber gewann ein Kompassteil für seine Aufführung. Während seines Abenteuers bemerkte Luigi, dass er sich immer mehr zu der Prinzessin hingezogen fühlte. Wann immer er ein neues Kompassteil fand, hörte ihre Stimme wie ein Flüstern im Wind. Diese Stimme flehte zu den Sternen und die Liebe zu der Ungesehenen ließ die Spannung in Luigi wachsen. Luigi verzerrte sich nach der Prinzessin, ihre Stimme erhitzte seine Leidenschaft. What the? Und Luigi wusste nicht, wie er damit leben sollte. Der Kompass führte ihn zur Ruine des Kometenpalastes und es waren nur noch zwei Teile zu finden. Fortsetzung folgt. Super Luigi Band 4. Ein Hauch von Wahrheit. Luigi wanderte durch den Sagenwald und erreichte die Ruine. Alles war still, es schien, als sei hier die Zeit stehen geblieben. In einem weißen Raum schlief ein Jüngling. Als Luigi ihn ansprach, öffnete der Jüngling die Augen. What? Er hat doch niesen müssen. Was zum Teufel? Der schreibt bloß Scheiße, der Typ. Mein Name ist Windrose. Ich habe hier auf dich gewartet 1000 Jahre. Der Jüngling erzählte Luigi von einer unbekannten Welt. Der Wunderskompass wurde im Altertum gebaut, um die Zukunft vorauszusagen. Die Mistralier sahen in die Zukunft und regierten die Welt, aber ein Fluch zerstörte Mistralien. Die Überlebenden zerstörten den Kompass und verbargen die Teile an geheimen Orten. Windrose war einer der Alten. Er hatte hier gewartet, um seine Aufgabe einem Menschen reinen Herzens zu übertragen. Dann sagte er zu Luigi, der ihn geweckt hatte, der Fluch ist fürchterlich, aber ohne den Kompass findest du die Prinzessin nicht. Luigi presste das Kompassteil in seine Brust. Windrose aber hatte seine Mission erfüllt. Er entschwand. Dabei wirkte er sehr glücklich und plötzlich war Luigi von Wald umgeben. Windrose und der Palast waren verschwunden. Das neu gewonnene Kompassteil zeigte Luigi den Weg zu seinem nächsten, zum letzten Ziel, zum Zornesturm, hoch im Norden. Eclairs Stimme rief weiter nach einem starken Retter und Luigi selbst war erfüllt von Sehnen nach der Prinzessin. Fortsetzung folgt. Und das habe ich jetzt vor kurzem gekauft für 256 Münzen. Scheiße teuer. Band 5, demnächst auch im Kino. What the fuck? Super Luigi Band 5, das Ende einer langen Reise. Luigi erreichte den Zornesturm. Hier steckte der Goomba-König. Hier sollte der letzte Kampf stattfinden. Dann standen Luigi und seine Freunde dem Goomba-König gegenüber und hörten eine Stimme, die rief, Halt! Es war die Prinzessin und sie klärte Luigi auf. Toastriff hatte den Geliebten der Prinzessin in einen Goomba verwandelt. Hä? Das hat er doch alles gar nicht erzählt. Und jetzt erschien der Schurke. Los, gib mir den Wunderkompass, auf dass die Mistralier wieder herrschen. Toastriff war ein starker Gegner, aber Eclair hatte das letzte Teil des Wunderkompasses. Ihre Tirare erstrahlte. Luigi konnte in die Zukunft sehen und er sah die Attacken von Toastriff voraus. Dann schlug er zu und der Spuk war vorbei. Und so verließ Luigi das Biskuit-Königreich. Er fühlte sich einsam. Er hatte nämlich noch ein wenig in die Zukunft gesehen. Dort hatte er die Hochzeit von Prinzessin Eclair gesehen und an ihrer Seite stand in seiner Vision. Naja. Luigi Ketterheim. Die Notiz für seinen Bruder und sein angefangenes Buch. Unberührt lagen sie noch da. Luigi las ein paar Seiten, aber er war so müde, dass er direkt einschlief. Er träumte von seinen Freunden und von Eclair. Im Traum murmelte Luigi, hoffentlich erlebe ich bald neue Abenteuer. Ende. Ja, was soll man dazu sagen? Ist halt dieselbe Story, die er uns schon mal erzählt hat. Finde ich aber nett, dass man die nochmal so kaufen kann. Ansonsten, keine Ahnung. Ich schätze einfach mal, die soll man halt kaufen, weil der Typ jetzt nicht mehr da ist und im Bild Königreich chillt. Ach nee, er ist noch hier. Hi. Ich habe mich gerade ein wenig an meine zahlreichen Abenteuer erinnert. Sollt ihr davon erzählen, dass es eine. Oh nein. So. Lol, es gibt noch eine letzte Story. Ich wollte jetzt bloß schauen. Tatsächlich, es gibt eine letzte Story, Super Luigi, das Buch. Stell dir vor, ich habe jemanden kennengelernt. Er hat ein Buch für meine Abenteuer geschrieben. Jeden Tag haben wir Interviews für seine Recherche gemacht. Selbst in diesem Toadhaus hat er mich schon einmal interviewt. Ein Buch über meine Abenteuer, das verkauft doch keiner. Jedenfalls
Fick dich. Jedenfalls hatte ich das immer gedacht. Aber stell dir vor, mein Buch heißt Super Luigi. Und seit Woche ist es auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Findest du das nicht auch ganz unglaublich? Ich habe es auch gelesen, eine fantastische Dokumentation. Und es geht alles bis ins kleinste Detail. Ich liebe dieses Buch. Übrigens bekommst du es im Itemshop hier in Rollingen, ne? Ich finde, das solltest du auch unbedingt lesen, Mario. Hab ich. Naja, dann kannst du ja chillen. Ja, wo kommst du eigentlich her? Oh, Mario, kümmere dich um die Prinzessin, wenn wir etwas zustoßen sollten, ne? Hm. Ach ja. Hier endet dieses LP endgültig. Hm. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das lief über ein Jahr, hallo. Aber okay, 75 Parts hat's gebraucht. Finde ich angemessen für ein RPG. Ich mache nichts mehr weiter. Es werden keine Parts mehr hier noch kommen. So viel sei gesagt. Sei denn, keine Ahnung. Ich habe mal irgendwie Bock und sammle hier ein bisschen was. Dann könnte es vielleicht Jahre später was dazu geben. Oder Monate vielleicht bereits. Keine Ahnung. Sudelecke, alle 5 Wände von Super Luigi sind jetzt im Handel. Kommt zu Tots & Coopers. Der Bärtige in Grün. Luigi! Als Rolling in der Dunkelheit versang, erschien ein bärtiger Held. Die Stadt hat eine neue Legende. Aha. Zum Glück hat das nicht Ping hingeschrieben, sonst hätte er mir wahrscheinlich gesagt, es war Luigi. Ja, ganz super. Obwohl, nee, dem hat man ja auch im Outro erklärt, wer ich bin. Na egal. Reden wir nicht um den heißen Brei herum. Ich beende hier das Let's Play. Es tut mir leid, dass das jetzt nicht mehr weitergehen kann. Ja. Aber ich würde sagen, ihr könnt ja noch bei den anderen Let's Plays reinschauen. Oder das hier von vorne anschauen. Aber das wäre ein bisschen krass. Naja. Wir sehen uns beim nächsten LP wieder. Bis dann und ciao.